Liebe Luzernerinnen und Luzerner, das Jahresergebnis 2023 schließt mit einem Ertragsüberschuss von 146 Millionen Franken, was der sechste positive Abschluss in Folge bedeutet. Die budgetierten, aber ausgefallenen Nationalbankgelder von rund 160 Millionen Franken sind dabei mehr als kompensiert worden. Die Gründe dafür sind neben der Einhaltung der Budgetvorgaben von allen Departementen die markante Steigerung der Mehreinnahmen bei den Steuern, vor allem bei den juristischen. Nun können die Früchte der maßgebend mitprägten Finanz- und Steuerstrategie geerntet werden. Aber wie sagt man so schön? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Denn die Herausforderungen in den Bereichen soziale Sicherheit, Gesundheit und Bildung bleiben hoch und werden uns auch in Zukunft finanziell fordern. Mitte ist deswegen weiterhin alles daran setzen, dass der Kanton Luzern auf dem finanzpolitischen Weg der Tugend bleibt und Mass haltet.